Hallo meine Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem aufgebraucht und platt gemacht Video. Wenn ihr neu hier seid und das Format noch nicht kennt, ich habe in den letzten Wochen und Monaten ganz viel von meinem Müll gesammelt für euch. Und wir gehen alles durch. Ihr kriegt eine kurze Review zu Foodprodukten. Also es geht ums Essen, es geht aber auch viel um Haushalt und Beauty. Und mal gucken, was wir hier sonst noch so finden. Und ich würde sagen, wir starten direkt, weil es ist eine ganz schöne Menge geworden. Fangen wir doch mit dem an, was ich gerade in meiner Hand habe. Und ich weiß gar nicht, ob ihr ihn sehen könnt, aber ich habe hier auch schon meinen Wäschekorb bereitgestellt, damit ich von dem einen ins andere rübergehen kann. Also, wir starten mit meiner Kiehl's Ultra Facial Cream. Hier verlinke ich euch unten noch meine Infobox. Das ist meine Tagescreme seit über 10 Jahren. Ich habe sie jetzt auch gerade nachbestellt. Sie war bei Douglas nochmal im Angebot gewesen. Ich kaufe immer die 125 Milliliter Größe, habe aber so einen kleinen Topf, in den ich dann gerade für Reisen umschichte. Und die ist jetzt leider leer gegangen. Und was ich aber sagen muss, ich hasse es. Oder ich mag das Wort hassen eigentlich nicht, das ist ein bisschen zu stark. Aber ich gebe ungerne Geld für Beauty-Produkte aus. Ich mache es trotzdem immer wieder, aber es gibt irgendwie Dinge, da gebe ich es lieber für aus. Und das hier ist irgendwie so notwendig quasi, dafür Geld auszugeben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Als nächstes haben wir Tee. Und zwar von Lord Nelson. Wir kaufen gerne Tee bei Lidl. Kaminwärme, das war eine Kombination mit Marzipan. Wir haben jetzt auch immer noch einen Räubestee im Schrank. Räubestee kaufe ich auch immer wieder nach. Den hier würde ich jetzt nicht nachkaufen, weil ich es da etwas unpraktisch fand, dass die alle lose hier drin waren, weil dann kann man den nicht mit zur Arbeit nehmen. Ich hab das lieber, wenn die einzeln verpackt sind. Und dann Alpro Kokosnuss. Oh Gott, da brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wenn ihr die letzten zwei Wochen viel meine Vlogs oder auch meine YouTube-Shorts geguckt habt, dann wisst ihr, dass wir ganz viel Birchermüsli gegessen haben. Ich verlinke euch unten nochmal den Link zu diesem wunderschönen Ensemble auf unserem Teller. Oh, das sah einfach mega aus und war mega, mega lecker. Und dafür benutze ich von Alpro die Kokosnussmilch. Dann habe ich leer gemacht von Balayage. Das war eine Probe The Serum Radiant Glow und Vitamin C. Ich kann sagen, es war okay, gut, sehr gut auf der Haut. Ich finde, so eine Pröbchen sind immer irgendwie zu kurz, um es zu vertesten. Man muss das über mehrere Wochen, mehrere Monate sehen. Ich könnte mir vorstellen, es nachzukaufen, aber bin momentan noch nicht so überzeugt, weil ich ja meine Kiehl's-Produkte sehr liebe und das Umstellen ist mir immer ein bisschen schwierig. Dann habe ich leer gemacht Antikal mit dem Frébrés-Duft. Das ist echt schade. Den habe ich sehr gerne im Bad eingesetzt, weil danach immer ein ganz toller Duft war. Jetzt haben wir einen anderen, weil Frébrés war nicht mehr nachzukaufen, aber der roch, glaube ich, auch ganz frisch. Habe ich gerade nicht mehr so im Kopf, aber ja, den würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn ich den sehe. Dann haben wir leer gemacht verschiedene Just Spices Gewürze. Die sammle ich mal für später, dann kann ich euch sagen, welche sich lohnen nachzukaufen. Oh, wir haben natürlich auch leer gemacht diverse Gläser Kichererbsen. Erstens und letztens benutzen wir die Kichererbsen momentan ganz viel in unserem Couscous-Salat. Auch dazu habe ich einen YouTube-Shorts, was ich euch unten verlinke. Perfekt, um das vorzubereiten an einem Sonntagnachmittag mit einem Hörspiel im Ohr, um dann in der nächsten Woche was zum Mittagessen zu haben. Entweder wenn man im Homeoffice ist oder ins Büro fährt, zur Arbeit fährt. Sehr, sehr gut. Und Kichererbsen haben einen sehr hohen Proteinanteil. 6,7 Gramm auf 100 Gramm. Das ist ganz gut. Haben auch 7,6 Gramm Ballaststoffe. Und deshalb mache ich die sehr gerne rein. Die spüre ich mal mit Wasser ab. Und dann kommen auch zwei volle Gläser, also ordentlich Kichererbsen, in den Couscous-Salat. Wir haben hier gemacht die erste Tüte Caramba. Wir waren ja vor kurzem in Paris und haben, glaube ich, vier Tüten mitgebracht. Eine habe ich komplett verschenkt, dann habe ich noch Teile verschenkt. Und ich glaube, wir haben noch anderthalb Tüten im Schrank. Die kann man ja hier nicht nachkaufen. Was total gut ist, weil zum Beispiel Cadbury-Schokolade, die gab es immer nur in England oder vielleicht auch mal in Amerika. Mittlerweile gibt es die auch hier zu kaufen und ich finde, es verliert ja so ganz leicht seinen Charme. So eine gewisse Exklusivität und man kriegt es nicht überall, hat schon was. Auf der anderen Seite, wenn das so eine Lieblingsschokolade jetzt wäre, dann möchte man die natürlich jederzeit zugriffig haben. Ich bin jedenfalls froh, dass die Caramba hier nicht verfügbar sind, weil die natürlich auch nicht sehr gesund sind. Von daher, ich würde sie sonst vielleicht öfter nachkaufen, als mir lieb ist. Wir haben ja gemacht unser Waschmittel. Und zwar benutzen wir jetzt schon seit mehreren Jahren
Weißer Riese für Wäschen, wenn es bunt ist. Schwarz ist also alles quasi mit weißer Riese. Bis auf weiße Wäsche, die waschen wir mit Persil Universal Megaperls. Das hatte mir ein Freund mal empfohlen, dass da, ich weiß gar nicht, wie man das heißt, das macht die Wäsche auf jeden Fall so ein bisschen weißer wieder. Das kann man auch super verwenden, wenn man die Waschmaschine mal leer durchlaufen lässt, um so die Bakterien rauszukicken. Dann macht man davon am besten einen Löffel rein und dann auf 90 Grad oder so heiß, wie die Waschmaschine an der Stelle geht. Sollte man, ich weiß gar nicht, wie häufig man das machen sollte. Ich habe es in den letzten 2 Jahren nicht gemacht. Heißt, ich sollte das dringend mal wieder machen. Aber dafür benutzen wir das. Und dann haben wir noch ein drittes von KL für Kaschmir. Weil, und das hattet ihr mir auch nochmal bestätigt, dass man Wollprodukte, Kaschmir, Alpaka, das sind ja alles so Haare vom Tier im Gegensatz zu Baumwolle. Und die sollte man, weil die Fasern proteinreich sind von den Tieren, sollte man die mit einem anderen Waschmittel waschen, damit sich die Proteine nicht zersetzen. So habe ich es im Kopf behalten. Ich gebe es mal so weiter. Falls das einer noch klüger und besser weiß, dann gerne in die Kommentare und nochmal aufklären. Wir haben außerdem nicht nur Birchermüsli jetzt seit anderthalb Wochen entdeckt, sondern haben generell, oder zumindest mir geht es hauptsächlich so, ich habe gerade keinen Bock mehr auf diese schnöde Porridge, also Haferflocken mit Milch. Oh, das war mir die letzten Wochen, Monate zu langweilig. Deshalb bin ich mal wieder umgestiegen auf Schokomüsli. Habe ich hier gar nicht aufbewahrt. Oder halt, die waren im Angebot, deshalb habe ich die dann mitgenommen. Fitness-Cornflakes mit Milchschokolade. Machen wir uns nichts vor, da ist nichts wirklich mit Fitness drin. Also so wirklich gesund sind sie nicht, aber wahrscheinlich sind sie ein bisschen gesünder als die normalen vielleicht. Die Cluster, da steht nicht mal mehr Fitness drauf. Also einfach nur, bisschen Schoko-Cornflakes. Und hier haben wir nochmal Fitness mit Joghurt. Fitness und Joghurt, das klingt doch auch wieder richtig gesund. Ja, also es war auf jeden Fall lecker, aber man merkt halt auch, dass das dann nicht ganz so lange vorhält wie andere Geschichten. Wir haben außerdem leer gemacht Feri Ultra Konzentrat in der Geschmacksrichtung, Geruchsrichtung, Pink Jasminblüte. Riecht total gut. Haben wir das nachgekauft gekriegt? Ich meine schon. Das riecht nämlich, das ist so pink. Also ihr könnt es doch hier, könnt ihr noch den Rest sehen. Es ist pink. Und es riecht total gut. Und wir haben zwar einen Geschirrspüler, deshalb brauchen wir selten was mit der Hand abwaschen. Aber ab und an lässt sich das ja auch nicht vermeiden. Und dann haben wir leer gemacht. Einen Gin, Port Gin. Der war quietschgrün. Auch das kann man hier noch ganz leicht erkennen. Den habe ich von einem Arbeitskollegen bekommen, der den im Schrank hatte, geschlossen und hat gesagt, ja, ich trinke den sowieso nicht. Der war gut. Aber von der Farbe her und so, also ich weiß nicht, ob man den irgendwie anders hätte mischen müssen. Wenn wir jetzt Whiteberry Tonic drin hatten, dann war das tendenziell eher pink, wobei durch das Grün hat sich das natürlich ein bisschen vermischt. Ist jetzt auf jeden Fall ein Gin, den ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen würde. Der war gut, aber andere sind auch gut. Oder besser. Was haben wir als nächstes? Ist das hier. Oh, mein Shampoo. Oh mein Gott, diese Shampoo-Geschichte, die hat mich ja wahnsinnig gemacht. Ich habe das Shampoo auf jeden Fall schon nachgekauft. Und viele von euch haben auch schon gesagt, und ich merke das auch, dass meine Haare wieder voller sind. Ich habe nach wie vor eher feines Haar und eher etwas weniger Haar. Aber wenn ihr das vergleicht mit Videos von vor einem Jahr, anderthalb Jahren, wenn mal von hinten meine Spitzen zu sehen sind, die waren ganz dünn, es war ganz wenig und jetzt ist es voll. Ich muss unbedingt mal zum Friseur, damit wieder ein Schnitt reinkommt. Vielleicht schneide ich sie auch wieder kürzer. Aber das in Verbindung mit dem Conditioner, und vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich generell einen Conditioner benutze, weil vorher habe ich jahrelang gar keinen Conditioner benutzt. Auf jeden Fall für mich, diese Kombi ist total gut für meine feinen Haare. Und das war eine Empfehlung gewesen von Lorna Lux. Die hatte nämlich auch wenig und feines Haar. Und die hatte das cleverer angestellt als ich. Die hatte nämlich Fotos gemacht über 3 verschiedene Zeiträume. Und da sah man einen unwahrscheinlichen Unterschied. Das ist natürlich auch wieder etwas, was man erst über mehrere Monate, / ein halbes Jahr, Jahr verstellen kann, weil Haare wachsen langsam. Und dann hat man auch erstmal hier so diese Babyhaare, so kurze Haare. Aber so fängt es natürlich an. Und wenn die Haare dann aber mehr Zeit haben und länger werden, dann wird das gesamte Haar halt einfach voller. Also mega, mega, mega toll. Ich habe es jetzt am Ende wieder auf Amazon in der kleinen 250 ml Größe gekauft. Ich hatte auf Amazon versucht, es mit einem, also 1000 ml zu kaufen.
die Bestellung ist verloren gegangen. Dann habe ich es bei Look Fantastic bestellt. Die hatten dann mir eine E-Mail geschickt, dass sie es abgeschickt haben, aber laut Sendungsverfolgung ist es dann nie weggegangen. Die haben sich dann auch nie wieder gemeldet. Ich habe das Ganze dann per PayPal als Ding losstoßen müssen, damit ich mein Geld wieder kriege, weil so 50 Euro möchte ich jetzt ungern an die verschenken. Werde ich auch so schnell nicht wieder bestellen. Andere von euch haben mir aber gesagt, dass sie mit Look Fantastic grundsätzlich auch gute Erfahrungen gemacht haben. Also ich kann sagen, meine erste und einzige Erfahrung war einfach nur Müll. Und dann habe ich am Ende wieder die kleine Flasche bestellt, was ich eigentlich doof finde, weil die große Flasche, das wäre viermal so viel drin gewesen, für den doppelten Preis aber nur. Und das ist ja quasi wie 50% dann Rabatt an der Stelle, also auf lange Sicht. Und ich hätte mir das immer umgefüllt, weil man das hier natürlich, wie bei vielen Shampoos auch einfach aufmachen kann, in die kleinere Flasche, die ich schon hatte. Also ich werde es beim nächsten Mal nochmal probieren mit den 1000 Milliliter. Aber grundsätzlich auf jeden Fall große Empfehlung für feines Haar. Das Glas muss hier auch schon ein bisschen länger stehen. Und sowas wird ja auch nicht schlecht, deshalb kann ich nochmal eine Prise nehmen. Oh. Lotus-Creme, aber in der Variante Crunchy. Sehr ungesund, aber super lecker. Toastet euch am Wochenende einen Toast, macht da dünn gesalzene Butter drauf oder auch dicker, wenn ihr mögt. Und dann diesen Aufstrich. Der ist halt von der Marke, von der auch diese ganzen kleinen Karamellkekse sind, die man beim Cappuccino und so weiter mal dabei hat. Mega lecker, richtig toll. Liegt Kevin in der Crunchy-Variante. Ich hatte früher immer eher die cremige Variante. Mittlerweile finde ich die Crunchy-Variante aber auch total gut. Couscous. Ich glaube, zu Couscous-Salat haben wir eben schon genug gesagt. Ich kaufe einfach immer den, den es gerade gibt. Kaufe ich also immer wieder nach, aber verschiedene Marken. Dann habe ich zuletzt ja immer bis letztes Jahr im Herbst, bis ich meine Wimperntusche bei meiner besten Freundin dann vergessen habe, hatte ich immer eine wasserfeste Wimperntusche. Und sie hatte mir gesagt, weil ich immer diese leichten, ja nicht Panda-Augen, sondern mehr, dass ich das oben am Lid abgesetzt hatte, sagte sie, das könnte daran liegen, dass ich wasserfeste Wimperntusche benutze und keine normale, also die nicht wasserfest ist. Denn wenn man Cremes auf der Haut hat oder vielleicht auch eher eine ölige Haut hat, dann ist es natürlich klar, dass wenn ich eine wasserfeste Wimperntusche auftrage, wasserfest heißt ölbasiert, öllöslich, dass die sich bei Öl, öliger Haut oder durch Cremes, öliger Haut, dass die sich natürlich auflöst. Ist doch total logisch. Deshalb benutze ich jetzt keine wasserfeste Wimperntusche mehr und habe das Problem auch tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe ganz selten oder ab und an immer noch mal, dass ich das hier unten so leicht vielleicht irgendwie, also so ganz leicht, wie man das halt bei jeder Wimperntusche wahrscheinlich irgendwann hätte. Ich habe jetzt auch wieder eine ganz billige einfach aus dem DM. Die tut es auf jeden Fall. Und deshalb habe ich den jetzt nicht wieder nachgekauft. Wir haben aber ein anderes Micellenwasser nachgekauft. Das ist mehr so grünlich. Ist dann nicht mehr so ölig. Finde ich auch irgendwie angenehmer, muss ich gestehen. Was ist das? Ah ja, das habe ich extra schon auseinandergepflückt, damit es nicht so viel Platz in meiner Tüte einnimmt. Das ist einfach nur eine Taschentuchbox. Und die kaufen wir jetzt immer wieder nach. Wir haben zwei nämlich so schöne Überzieher bei Amazon gekauft aus so einem PVC-Leder, also Kunstleder in Weiß. Gibt es auch in verschiedenen anderen Farben, kann ich euch auch nochmal verlinken. Und dann sieht das richtig hübsch aus und man hat nicht überall irgendwie diese bunten Boxen rumstehen. Also sowas würde ich mir nicht hinstellen, aber durch den weißen Überzieher sieht man das ja nicht. Risotto-Reis. Risotto, auch etwas, was ich sehr gerne koche. Letzte Woche hatte ich ein Möhrenrisotto gekocht. Ich habe auch schon mal ein Kürbisrisotto gekocht. Genau, Currymöhren habe ich auch schon gekocht. Und ein Chorizo-Risotto habe ich auch schon mal gekocht. Das mache ich immer mit dem Thermomix. Liebe ich vorzubereiten. Hält meistens über 2 Tage. Total lecker. Dann habe ich jetzt endlich weggetan von Douglas Spring Symphony Lip Balm. Also, das hat mir nicht gefallen. Das würde ich nicht wieder nachkaufen. Ich hatte das Gefühl, dass mir danach die Lippen immer ausgetrocknet sind. Generell bin ich sowieso ja eher zurückhaltend, was die Benutzung von Pflegeprodukten auf der Haut oder auf den Lippen angeht, weil die Haut dann einfach nicht an solche Stoffe gewöhnt ist und sich besser selbst versorgt und dadurch dann halt auch irgendwie nicht so schnell austrocknet. Im Winter so gerade so an den Knien oder Ellbogen, die natürlich auch im Sommer, aber insbesondere so im Winter, da benutze ich eher dann meine Creme, aber da muss ich mir nochmal irgendwie eine andere Lippenpflege besorgen. Da habe ich das Gefühl, dass ein Lippenstift, gerade wenn es draußen jetzt so kalt ist, dann habe ich gerne so eine dünne Schicht Lippenstift einfach aufgetragen, denn mit die Lippen so einen Fettfilm auf den Lippen haben und vor der Kälte geschützt sind. Und vor allem dieses, ich habe kalte, trockene Lippen,
Also mache ich sie nass. Das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, weil durch die Feuchtigkeit, die man dann auf die Lippe gibt, die, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber auf jeden Fall trocknen dadurch die Lippen deutlich schneller aus, weil ich interpretiere da rein, die Feuchtigkeit auf den Lippen, die gefriert dann ja und dann platzt das. Also ja, und so Feuchtigkeit, die auf den Lippen gefriert, ist natürlich jetzt irgendwie nicht so gut für die Haut. Gibt es da irgendwie eine chemisch-physikalisch sinnvollere Argumentation? Aber ich glaube, jeder kennt das, dass man Lippen nicht anfeuchten sollte, wenn es so eiskalt ist, weil dann trocknen sie viel schneller aus. Und ich bilde mir ein, dass es ist, weil es dann gefriert. Und ja. Ich habe außerdem leer gemacht von L'Oréal mein Hydra Genius. Das ist ja immer meine Base bei der Gesichtspflege. Oh, hier guck mal. Hier ist noch der Conditioner zum Shampoo. Das ist die Kombi, die ich immer verwende. Richtig gut, cool. Ja, habe ich anscheinend auch leer gekriegt. Dann kriegen wir sehr, nein, nicht sehr regelmäßig, aber kriegen wir immer wieder leer und haben wir immer im Schrank Sambal-Oelig. Erstens mache ich damit meine Lunch-Burritos. Oh mein Gott, ich liebe es, dass ich schon so viele YouTube-Shorts mit den Rezepten gefilmt habe. Auch das kann ich euch jetzt nämlich einfach unten in der Infobox verlinken. Das kommt dann als dünne Schicht auf den Wrap. Oder aber, das habe ich glaube ich nicht als YouTube-Shorts, aber wir machen ja unseren Gnocchi-Auflauf immer mit Sauce Hollandaise oder Sauce Bernese und dann kommen auch so ein, zwei Teelöffelchen Sambal-Oelig da dran. Oder unsere Sambal-Creme, die wir gerne machen, um sie dann mit Pommes und Chicken Nuggets zu essen. Da kommt auch Sambal-Oelig dran. Das kaufe ich immer beim Asia-Supermarkt. Und dann ja, sind dann nämlich auch bei der Variante keine Tomaten drin, was ganz gut ist, weil wir haben ein befreundetes Pärchen, da hat er eine Tomatenallergie und liebt aber scharfes Essen. Von daher ist es dann absolut perfekt. Ich habe noch nicht leer gemacht, aber die Verpackung habe ich hier anscheinend reingetan. Ein Lipsheet von Charlotte Tilbury, das ist so ein Lip Liner. Das ist die Kombi, die ich in, heute mich total umgeschwenkt, aber das ist die Kombi, die ich momentan einfach total gerne trage. Für mich so ein absolutes Frühlings-Sommer-Kombi, so eine absolute Frühlings-Sommer-Kombi, die war auch in meinem, ich glaube, ich hatte vor ein paar Wochen so ein aktuelles Favoritenvideo gemacht. Verlinke ich euch und da habe ich nämlich die Kombi, glaube ich, sogar abgefilmt, wie ich sie trage. Das ist so ein rosa, pfirsich-nudiger Ton. Und da habe ich den Lip Liner dazu und das Lipgloss dazu. Gefällt mir richtig gut. Dann hatte mir meine beste Freundin letztes Jahr ein kleines Döschen Olivenöl aus Griechenland mitgebracht. Das ist leer, kann ich natürlich auch nicht nachkaufen, weil es kommt aus Griechenland. Ich würde sagen, wir haben gar nicht mehr. Oh, doch, ein bisschen haben wir noch. So, beauty-technisch habe ich hier nochmal ein paar Sachen für euch. Und zwar fangen wir an. Mein Lipöl. Nagelöl. Ich benutze ja selten Handcremes, aber tendenziell ja Nagelöl. Das ist schon total abgegriffen und sieht auch nicht mehr ganz so geil aus. Das habe ich jetzt seit 2 Jahren gehabt. Von Santé. Der Pflegefaktor ist auf jeden Fall total gut. Ich glaube, der ist auch ein bisschen besser als bei meinem Hermes-Nagelöl. Aber das sieht natürlich viel schöner von der Flasche aus. Auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen zum Nachkaufen, wenn ihr Nagelöl sucht. Dann hatte ich als Probe bekommen vom Alzenhaus von Klinik das Take the Day auf Cleansing Balm. Und wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, über solche Cleansing Balms. Ich glaube, von Elemis sehe ich das bei Chloe immer auf YouTube. Die benutzt das immer. Und ich hatte das, glaube ich, erzählt, als ich bei meiner besten Freundin war, weil die halt auch so einen Cleansing Balm hatte. Das war auf jeden Fall gut. Man muss auf jeden Fall Double Cleansen. Sollte man sowieso. Ich merke das, ich sehe das immer mehr, dass die Leute das machen, dass man halt zweimal wirklich das Gesicht reinigt. Weil beim ersten Mal, man kriegt halt einfach gar nicht alles runter und danach noch mit dem Micellentuch nachgehen. Könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen. Überhaupt so ein Cleansing Balm finde ich ganz gut, weil das ist vielleicht für die, die das nicht kennen, das ist halt hier so eine feste Paste, so eine feste weiße Paste, die nimmt man dann mit dem Finger raus und auf der Haut schmilzt das dann. Dann, den habe ich jetzt nicht mehr leer gemacht, aber der Deckel ist kaputt und das ist so eine offene Geschichte, die habe ich jetzt seit 2, 3 Jahren von M. Assam Magic Finish, quasi das Produkt, wo es ja auch immer heißt, das verschmilzt mit dem eigenen Haut und das finde ich, tut es nicht so richtig. Ich fand es ganz okay, aber ich liebe einfach deutlich mehr meinen Tinted Moisturizer von Origins. Und dann habe ich leer gemacht, wo wir von bei Kiehl's waren, das Daily Reviving Concentrate. Ich müsste es dringend nachkaufen, es ist online leider ausverkauft gewesen, deshalb konnte ich es jetzt nicht mit der Gesichtscreme mitbestellen. Da muss ich nochmal vor Ort im Shop gucken, ob es
da vorhanden ist. Da habe ich auch mittlerweile immer gerne die großen Flaschen da, habe aber immer eine kleine Flasche im Schrank für Reisen, um dann an der Stelle umzufüllen. Auch leer gemacht, runtergebrannt, haben wir von Jo Malone die Kerze Nectarine Blossom in Honey. Die muss mal bei einer Bestellung kostenlos dabei gewesen sein. Roch auf jeden Fall sehr gut. So richtig schön nach Nektarine, orangig, richtig toll. Dann haben wir leer gemacht von Byredo das Balderfreak, eine Probe. Die möchte ich unbedingt mir jetzt mal in groß kaufen, das Parfum, genauso wie von Byredo das Blanche. Dann hatte ich hier eine Maske noch von The Bayage. The Bayage, was stand da? The Bayage? Bayage Beauty? Bayage Beauty. The Mask Pink Clay and Seawater. Und ich weiß, ich hatte glaube ich 2 Masken. Und ich nehme noch die andere. Ja, Intense Hydration Hyaluronic Acid and Squalane. Ich glaube, die Masken, die waren nicht so der Burner gewesen. Irgendwas war mit der einen Maske. Die war, glaube ich, so komisch runterzukriegen. Das fand ich irgendwie nicht so geil. Ja, also sind mir beide zumindest jetzt nicht so in Erinnerung geblieben, dass ich sie nachkaufen würde. Ja, achso, hier, den haben wir ja schon fertig, ne? Den Lip Liner. Wieso habe ich den schon wieder in der Hand? Oder ist das was anderes? Achso, das ist was anderes. Es ist die Kombo Lip Liner und der Lip Lustre. Also das ist wie deren Lip Gloss. Oh, richtig toll. I love it. Dann haben wir leer gemacht von Hermes bei meinem... War das beim Kauf meiner Kelly to go oder bei irgendeinem Besuch? Gab es auf jeden Fall so eine Parfumprobe. Ich habe sie auch heute drauf. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall riecht sie ganz gut und ich habe bisher bei Hermes viele Düfte gehabt, die ich nicht so riechen mochte. Das sind dann so aus dieser exklusiven Reihe, diese Düfte, die es, glaube ich, dann auch bei Douglas nicht so unbedingt klassisch zu kaufen gibt. Der kostet auch richtig viel Geld, der Duft. Könnte ich mir auf jeden Fall irgendwann mal vorstellen. Dann habe ich leer gemacht von Annemarie Berlin Hyaluron Augenpads mit Sofort-Effekt. Ich mag solche Augenpads echt gerne. Ich kaufe sie mir aber irgendwie nicht. Das war auch so eine Gratis-Beigabe letztes Jahr bei der Wiedereröffnung von Bayer den Königstar. Das war in der großen Tüte mit dabei. Würde ich auf jeden Fall in der Wege ziehen, wieder nachzukaufen, je nachdem, was das so kostet. Dann habe ich nicht leer gemacht, aber den habe ich jetzt seit 4-5 Jahren bestimmt und jetzt auch schon ewig nicht benutzt, weil ich einfach selten Concealer irgendwie benutzen könnte ich, aber ich mache es einfach gerade nicht so. Der ist von Yves Saint Laurent, auch richtig schön in diesem Gold. Ich mag den richtig gerne und dadurch, dass man den halt aber auch hier so direkt so, habe ich gedacht, so aus hygienischen Gründen, kommt der jetzt einfach mal weg. Und wir sind am Ende angekommen, es sind nur noch die Gewürze übrig. Die packen wir mal kurz zusammen. Einige. Ich habe leer gemacht, also Schrägstrich, wir, aber ich koche ja, deshalb darf ich, also ich koche meistens, deshalb darf ich glaube ich sagen. Also Curry haben wir leer gemacht, das hat man glaube ich irgendwie immer da, das muss auf jeden Fall auch mit ins Rührei. Da benutze ich momentan aber das Curry Madras von Just Spices Alternative. Meine Mutter hat das richtige Curry von Just Spices zu Hause. Das ist echt toll, man merkt da nochmal einen Unterschied zu diesem feingemeinen Curry. Und dann haben wir hier sonst noch aufgebraucht. Griechischer Dressingmix und Feta-Gewürz. Zeige ich mal zusammen, weil das habe ich beides für unsere Couscous-Salate benutzt. Das Feta-Gewürz habe ich auf Feta, glaube ich, nie angewandt. Deshalb kann ich gar nicht sagen, wie das da schmeckt. Falls ihr das schon mal auf Feta gegessen habt, dann sagt mal, ob das gut empfehlenswert ist. Weil mein Favorit auf jeden Fall für den Couscous-Salat ist der griechische Dressing-Mix, das dann in Essig-Öl-Dressing einfach eingerührt. Wie gesagt, das Rezept findet ihr alles in dem Video, was ich unten verlinkt habe. Mega, mega lecker. Und für unsere anderen Dressings, wenn ich unseren Juwelensalat mache, auch den findet ihr in der Infobox, das habe ich auch schon abgefilmt, unseren Avocado-Rosensalat zum Beispiel, da benutzen wir immer den Balsamico-Dressing-Mix. Den haben wir, glaube ich, bestimmt 4-mal im Schrank stehen, weil wir den so viel verbrauchen. Auch den griechischen Dressing-Mix haben wir mehrfach im Schrank, weil wir da halt einfach einen sehr hohen Verbrauch an der Stelle haben. Und das Video ist jetzt nicht gesponsert, aber ihr bekommt, wenn ihr bei Just Spices Online was bestellt, ab einem Bestellwert von 20 Euro ein gratis Avocado-Topping. Von daher kann ich euch echt empfehlen, die Gewürze da mal zu bestellen, auszutesten. Und die Videos helfen euch vielleicht, das gut nachzumachen. Und dann haben wir hier die letzten. Bratkartoffelgewürz und Guacamole-Gewürz. Das Guacamole-Gewürz benutze ich,
Haben wir auch schon in Avocado reingemusst, quasi als Guacamole, wobei ich sagen muss, ich mag auch manchmal einfach nur einen Avocado mit Salz und Pfeffer gemixt. Aber das ist auf jeden Fall auch ganz nice. So, ich sag mal so, der Wechsel macht es dann für mich. Wo wir das vor allem aber verwendet haben, ist bei unserer Blumenkohlpizza. Die könnten wir auch mal wieder machen. Da weiß ich, dass ihr die auch richtig gut fandet. Guacamole-Gewürz ist dann immer reingekommen in den Boden und auch in die Tomatensauce, wobei mittlerweile benutze ich ja da immer passierte Tomaten mit dem Italian Allrounder. Und Bratkartoffelgewürz kommt auf alles, was als Kartoffel in irgendeiner Form aus dem Ofen kommt. Also sei es irgendwie Ofenkartoffeln, Bratkartoffeln aus der Pfanne, gut, das ist nicht der Ofen, aber auch so sämtliche Pommes-Varianten. Also im Grunde ist das meiste, wo wir das benutzen, bei Pommes, weil so häufig mache ich Bratkartoffeln nicht. Das spritzt alles so das ganze Fett irgendwie überall. Mega, mega lecker haben wir auch immer da. Haben wir, glaube ich, auch einen angebrochen, ist gerade im Schrank und noch eine Reserve. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, bin sehr gespannt, ob ihr davon schon mal was ausgetestet habt, schon mal nachgekauft habt und hoffe, dass euch die ganzen kleinen Reviews zu den einzelnen Produkten hier weitergeholfen haben. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, ihr Lieben, und wir sehen uns am Dienstag zum nächsten Vlog. Macht's gut!